Viertelfinale, Spiel 3, ausverkaufte Hütte, beste Stimmung bei Red Bull München gegen Fischtown Pinguins. Der Hauptrundenerste so ein bisschen unter Druck nach 2 Niederlagen zum Auftakt. Und im Fokus natürlich die beiden Goalies Matthias Niederberger rechts und Maximilian Franzrepp überragend in der Serie bisher mit 81 Saves. Aber München gewillt, die Serie zu verkürzen von Anfang an mit viel Druck und im 1:0 in der 10. Minute. Vorbereitet das Ganze über Justin Schütz, der Kopf oben für Conny Abelshauser und der trifft bei seinem Schuss Philipp Wareka, der fälscht unhaltbar ab. Der zweite Playoff-Treffer des 22-Jährigen zur Führung der bayerischen Landeshauptstädter, die sehr viel Druck machten und nachlegten. 13. Spielminute, Trevor Parks. Hinein ins Glück, vorbereitet diesmal von Wareka mit dem perfekten Timing, mit dem perfekten Flip. Trevor Parks, 104. Tor für die Red Bulls, zieht damit gleich mit Michi Wolf als All-Time-Top-Torschütze. Und München machte weiter im Powerplay mit Elis mit dem 3:0. Yasin Elis hat hier ein bisschen Glück bei diesem Abschluss, vorbereitet von Ortega und dann wird zweimal abgefälscht. In letzter Konsequenz entscheidend dann auch von Wladimir Eminger. 3:0 München, es lief nach Plan bis hierhin für die Mannschaft von Don Jackson. Harte Auseinandersetzung, im ersten Drittel viele Strafen für Fishtown und München machte genau da weiter, wo sie aufgehört hatten im zweiten Drittel. 25. Spielminute. Wareka legt ein weiteres Mal ab. Ben Street. Maximilian Franzrepp geschlagen. Auf der Fangernseite. Kaum Sicht für ihn. Die Scheibe findet die Lücke zum 4:0. Dann nächstes Powerplay. München, Bremerhaven nahm schlichtweg zu viele Strafzeiten. Und das nutzen die Red Bulls gnadenlos aus. Gute Minute vor dem Ende des Mittelabschnitts. Das 5:0. Ortega de Sousa bei seinem Comeback. Erstes Playoff-Spiel für ihn in dieser Saison. Erstes Playoff-Tor zum 5:0. Pausenstand für die Mannschaft von Don Jackson. Gefiel natürlich auch dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Hinein ins Schlussdrittel. Bremerhaven wehrte sich nach Kräften, aber München an diesem Eishockey-Nachmittag einfach zu gut und nichts zu machen, vor allem gegen einen überragenden Philipp Wareka. Vierte Torbeteiligung, sein zweiter Treffer, das 6:0 vorbereitet hier von Trevor Parks, der die Übersicht hat. Und Niklas Svedberg mittlerweile im Kasten der Fishtown Pinguins hineingewechselt, chancenlos. Und noch war nicht Schluss, 10 Minuten noch zu spielen. Der Pass von McKiernan auf Schütz und der trifft zum 7. Justin Schütz, Daubner, schirmt hier die Scheibe ab für McKiernan. Der schickt Schütz auf die Reise, hat den längeren Laufweg, umkurvt Moritz Wirth und lässt dann auch Niklas Svedberg keine Abwehrchance. Die Freude groß, am Ende wird es nochmal ruppig, nochmal viele Strafzeiten. Fishtown mit einer 5:3 mit dem Pass von Urbas, dem Hammer. Den sehen wir gleich von Burgisser, der Ehrentreffer für Bremerhaven am Ende zum 7:1 Endstand. München verkürzt die Serie auf 2:1. Die Stimmen zum Spiel. Ich glaube, wir haben in den ersten 20 Minuten viermal Unterzahl gespielt. Hat München die Karten gespielt, die haben Momentum aufgebaut, haben dann auch die Tore geschossen. Dadurch haben wir heute, glaube ich, nie in unser Spiel gefunden. Ja, wir hatten eine unglaubliche Ansprache. Die Trainer haben sich gut was einfallen lassen. Wir haben ein bisschen die Reihen verändert und uns war klar, heute geht es um alles. Also haben auch alles reingetan und so verdient gewonnen. Plan für den Moment aufgegangen aus Münchner Sicht, aber es war eben nur ein Sieg. 3 weitere brauchen sie noch für den Weg ins Halbfinale. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.